Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ja fast geneigt zu sagen, dass die Strategie der Bundesregierung hinsichtlich der Raumfahrt deshalb jetzt kommt, weil sie vielleicht den einen oder anderen gern auf den Mond schießen würde. Kollege Ernst, es schmerzt mich, aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie auch die Präsidentin. Oh, Entschuldigung, mein Gott, dass mir das passiert. Frau Präsidentin, Entschuldigung. Frau Präsidentin, weil ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das jetzt da will, aber ich will das wirklich noch mal sagen. Also es gelingt nicht, politische Gegner auf den Mond zu schießen. Trotzdem braucht man natürlich eine Raumfahrtstrategie, die auch richtig ist. Ich möchte einfach mal damit beginnen, was wir vor einiger Zeit im Wirtschaftsausschuss noch gemacht haben. Wir haben den Alexander Gerst eingeladen. Der hat, einige waren dabei. Kollege Wilsch sehe ich da unten. Der hat uns erzählt, wie das war, als er da aus der Kapsel geguckt hat und gesehen hat, wie dünn eigentlich die Atmosphäre um diese Erde rum ist, wie empfindlich sie ist, und hat daraus abgeleitet, wie dringend notwendig eigentlich Maßnahmen sind, dieses Klima zu schützen. Und ich kann mich erinnern, da waren Auszubildende von der Ariane, also von Bremen dabei, die Ariane bauen, die bei diesem Unternehmen beschäftigt sind, die hellauf begeistert waren, erst einmal den Bundestag zu sehen. Und ich habe den Eindruck, da ging tatsächlich sowas wie Technikbegeisterung auch wieder durch die Reihen, also nicht nur im Bundestag, das ist übertragen worden, auch über Video, wenn ich es recht weiß. Wir haben positive Meldungen gehabt, das war, glaube ich, eine tolle Sache. Also ich denke, dass tatsächlich sowas wieder ginge. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, ich habe vor einigen Jahren in Oberpfaffenhofen die Gelegenheit gehabt, zusammen mit dem Professor Hirzinger mal zu reden, der die Roboterarme entwickelt hat, nicht nur für die Raumstation, sondern was viele nicht wissen, ist das Ergebnis dieser Roboterarme Medizintechnik ist, dass wir inzwischen tatsächlich Operationen am offenen Herzen machen mit Robotern. Der Mediziner, der das macht, der sieht das Herz ruhig, in Wirklichkeit schlägt es aber, ist aber durch die Technik ruhig und der Roboterarm macht die Bewegung mit, ohne dass es der sieht. Also sehr zuverlässige Geschichte. Also, kurze. Was Ergebnis ist, es ist dringend notwendig, dass wir in dieser Raumfahrt und dieser Raumfahrtstrategie natürlich auch überlegen, wo geht es weiter. Und da muss ich Ihnen sagen, wenn ich dann sehe, wie tatsächlich, der Kollege Wilsch hat es angesprochen, wie tatsächlich die Finanzierung aussieht, also dass wir da eher den Rotstift anlegen bei dem Thema, dass wir also an der Frage, was machen wir im eigenen Land, um diese Raumfahrtstrategie umzusetzen. Wo brauchen wir ja Geld? Ist ja nicht nur Papier, das wir da beschreiben dürfen, sondern wir müssen ja irgendwie was hinkriegen. Und wenn man dann gleichzeitig zu dieser Strategie zur Kenntnis nehmen muss, dass die Mittel gekürzt werden in diesem wichtigen Bereich, dann kann ich sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ich glaube eher, dass wir gerade in der jetzigen Zeit, egal ob das Erdbeobachtung ist, die sinnvoll ist, ob das die Frage der Anwendung ist von Raumfahrtergebnissen auf Medizin oder ob das Dinge sind, die wir wissen, dass sie unmittelbar eben auch den Menschen zugutekommen. Das müssen wir mal rausstellen, dass die Leute auch wissen, warum wir da Geld ausgeben. In diesem Bereich zu kürzen, ist absolut der falsche Weg. Und ich verstehe auch nicht, wie die Bundesregierung das rechtfertigen will. Wir geben Geld oft für vollkommen sinnlose Dinge aus, die den Menschen eher das Leben kosten. Es ist ja vielleicht sinnvoller, das dort auszugeben, wo es den Menschen Leben rettet. Danke für die Aufmerksamkeit.